Schönen guten Tag. Einmal den Fahrschein bitte für diesen Trail. Ich brauche hier noch nie einen Fahrschein. Hier darf doch jeder fahren. Genau darum geht es in diesem Video. Eure Home Trails. Hey, guten Morgen. Guten Morgen. Hi. Grüß dich. Eine OD an die Vereinsarbeit. Und natürlich checken wir dabei noch einen neuen Trail aus. Erstes Mal Achental Trail. Die Aussicht, die hier hingebaut haben beim Rock'n'Roller, muss man schon sagen, haben sich nicht lumpen lassen. Alle Fakten zu diesem Trail gibt's jetzt. 2 Kilometer, Höhenreferenz 340, S2 bis S3, Mittel schwer bei trockenen Bedingungen. Und wie der Trail sich fährt, das sehen wir auf der Kamera. Rock'n'Roller! Boah. Schön! Oder guter Trail, hey. Piep, 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 piep. Sprung. Oh. Wie geil. Wie geil. Wie geil. Was ein Rodeo. Herrlich! Ich finde es total beeindruckend, was sie hier für einen flowigen Trail reingebaut haben. Und das Gelände, gell? Weil, ja, das Gelände ist super steil, aber der Trail ist mega flowig. Ja. Das erste Stück bin ich noch gut dran, so 5 Meter. Und das allerletzte Stück. Die restlichen 250 Meter halt nicht mehr. Dann kommt er hier wieder an diesem Parkplatz raus, kann direkt am Auto was trinken und dann in Runde 2 starten, wenn Energie da ist. Entweder in elektrischer Variante oder in ATP in den Muskeln. Bergauf auch alles ausgeschildert hier. Sportliche Gruppe hier. Alle auf dem E-Bike. Solche Trails passieren eben nicht durch PlayStation spielen oder Instagram und TikTok scrollen, sondern die passieren dadurch, dass Menschen sich den ganzen Widrigkeiten von unangenehmen Behördengesprächen, vielleicht auch Anfeindungen und so weiter widersetzen und ganz, ganz viel Hirn- und auch Körperarbeit da reinstecken, solche Trails zu bauen. Wir sprechen mal mit Thomas Sachenbacher vom TSV Marquardstein, Abteilung Mountainbike, die sich eben um den Rock'n'Roller gekümmert haben. Von der Idee bis zum ersten Spatenstich waren es circa 2,5 Jahre. Was das gedauert hat und der wirkliche Bau war eigentlich, wir haben halt quasi einmal öffentliche Bautage gehabt, da waren es 12 mit 65 Helfern und guten 1200 Arbeitsstunden und wir sind zu dritt in der Abteilung, wir haben einfach immer vorbereitet, ausgeschnitten, natürlich halt nebenbei noch viel organisiert, auch bürokratische Sachen abgeliefert, da kommen wir zu dritt auch nochmal pro Person ungefähr auf 300-400 zusätzlichen Stunden, die wir da reingesteckt haben. Wir das erste Mal das vorgestellt haben, haben wir aus dem Argental alle Bürgermeister dabei gehabt, eben den Staatsforst, weil der halt zu 90% dem Wald, also der Waldbesitzer ist bei uns im Argental und die Naturschutzbehörde und denen wirklich klar zu machen, okay, schau her, wir wollen da einen Mountainbike-Trail bauen und keinen Bikepark, wir gehen mehr auf diesen Tourencharakter, dass wir vieles bespielen können. Das Schwierigste ist wirklich, die Leute mit ins Boot zu holen und denen da klipp und klar das Konzept vorzustellen und davon zu überzeugen. Nicht jeder von uns hat so viel Energie, nicht jeder von uns hat diese Leidenschaft für diesen Sport, aber vielleicht macht ihr diesen Sport trotzdem und dann ist es einfach nur fair, die Leute zu unterstützen. Wait for me. Yeah, boy. So, danke, Kamerakind Roman. Haben wir gemacht, 843 Höhenmeter, 10,47 Kilometer, 2 Stunden haben wir rumgedödelt.
Directly after the trail ride, Stokeness is high bei allen von uns. Die zweite Abfahrt war noch lustiger als die erste Abfahrt, weil man einfach den Trail schon ein bisschen kannte und der hat ganz, ganz viel Flow. So geile Pushwellen vor den Kurven kann man geil reinflicken. Ich hatte Handschuhe an heute, auch was ganz Besonderes. Fetten Respekt an die Trail Crew vom Aachental Trail, vom Rock'n'Roller. Ich war sehr begeistert heute. Und es wird definitiv ein Trail sein, den ich öfter fahren werde und vielleicht auch mal für irgendwelche Testzwecke oder auch ein Video benutzen würde. Von daher Respekt für eure Arbeit. Mega, mega geiler Trail. Kann ich nur empfehlen, falls ihr mal im Chiemgau seid, in Marquardtstein, den Rock'n'Roller bei den Aachental Trails. Gibt es auch eine Instagram-Seite, gerne mal vorbeischauen. Im Nachbartal in Aschau, wo ich vorher gewohnt habe, da gibt es auch einen Verein, und zwar der Gelände-Radsportverein. Und die kümmern sich auch darum, dass es dort offizielle Strecken für Mountainbiken geben soll. Und da findet natürlich ein Austausch statt. Und die einen schaffen es ein bisschen schneller, bei den anderen dauert es ein bisschen länger. Warum das so ist, damit habe ich mal mit Christoph Bayer vom Gelände-Radsportverein gesprochen. Der Prozess ist extrem lang. Wir machen das jetzt seit 3 Jahren oder länger, glaube ich, sogar 4 fast. Am Anfang hat man noch viel mehr erklären müssen und gegen Windmühlen gekämpft. Jetzt ist einfach allen klar, hey, lass uns das gemeinsam anpacken. Wir sehen uns auch als Verein nie als Bittsteller, sondern ich sage immer, hey, wir sind hier ein Partner, der euch Sachen ermöglicht, um eine Lenkung zu realisieren. Ich komme jetzt nicht hier und bettel darum, eine Fläche zu haben. Wenn ihr keinen Bock habt, dann müssen wir es halt irgendwann noch wieder sein lassen. Dann entwickelt sich die Szene trotzdem weiter, man wird es nicht mehr aufhalten können. Ja. Und so ist es jetzt mittlerweile ein partnerschaftliches Ding geworden, ja. Wir haben jetzt nicht gesagt, wir wollen nur diesen einen Trail legalisieren, sondern die Intention war, wir wollen attraktive Angebote für Biker schaffen, auch unter dem Hintergrund, dass wir sagen, weil man sie aus anderen Ländern kennt, wo es geile Infrastruktur gibt, verteilt sich es gut. Wenn sich es gut verteilt, gibt es wenig Probleme und man hat ein gutes Miteinander. Das ist also die Grundintention. Und dann gingen wir eigentlich mehr oder weniger auf die Gemeinde ursprünglich zu als Impulsgeber und Experten aus der Szene und haben gesagt, hey, schaut's mal, Corona, riesen sau viel Biker, es wäre doch geil, wir können euch gerne helfen. Und dann war es so, ja, cool, das klingt ja mega. Gab es mal einen runden Tisch und dann kam aber halt raus, liegt einem keiner Steine in den Weg, aber du musst dich schon selber drum kümmern. Und dann ist ja große Faktoren sind halt beispielsweise das Thema Haftung, wer kümmert sich um den Unterhalt der Strecke, wer macht dieses ganze Genehmigungszeug. Und da war uns halt irgendwann klar, scheiße, ohne einen Verein werden wir es nicht hinkriegen. Ja, wir haben dann den GAV Aschau quasi mehr oder weniger als Tool gegründet, um quasi der Legalisierung weiter voranzukommen. Also wir sehen im Prinzip, 3 bis 4 Jahre ist da schon eine Menge Arbeit reingeflossen, damit es irgendwie vorwärts kommt. Und diese Arbeit leisten Menschen, die eben sich mehr diesem Sport verschrieben haben, als ihr es vielleicht tut. Und deswegen kommt hier jetzt eine ganz, ganz große Bitte. Wir müssen diese Menschen dabei unterstützen, damit auch ihr zu Hause geile Hometrails habt. Wir haben 30 Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr. Das ist wirklich nicht die Welt. Jeder Bikeparkbesuch kostet das Doppelte für einen Tag. Die Hometrails fährst du im Zweifel die gesamte Offseason monatelang. Die Mitgliedsanzahl bestimmt halt auch die Relevanz. Und wenn der Fußballverein 10-mal größer ist als der Bikeverein, wird das einfach vor Ort auch anders gehört. Wenn man aber als Verein sagen kann, hey, wir haben hier viele Mitglieder, dann ist es wertvoll und drum gerne Mitglied werden, ja. Egal ob aktiv oder passiv. Also, hier ganz klare Botschaft, tretet in eure lokalen Vereine ein, auch wenn ihr euch nicht aktiv beteiligen wollt, auch wenn ihr keine Erwartung habt von irgendwelchen Gruppenreisen in irgendwelche Bikeparks oder Trailcenter, sondern tut's einfach, um dem Verein eine Stimme zu geben, denn das sind die Leute, die den Mountainbikesport in der lokalen Politik, in der Regionalpolitik oder auch in der Bundespolitik nach vorne treibt. Wenn du schon in einem lokalen Verein Mitglied bist und trotzdem ab und zu mal quer durch Deutschland in andere Trailcenter fährst, wie zum Beispiel Holmenmühlental oder mal bei den Deisterfreunden auf den Vereinsstrecken vorbeischaust, dann ist es nicht notwendig, gleich direkt in diesen Verein einzutreten. Aber was du tun kannst, ist eine kleine Spende zu leisten. Das habe ich natürlich im Aachental auch gemacht. Spenden über PayPal. Das probieren wir jetzt mal aus, ob das funktioniert hier. PayPal. 10 Euro. Wenn ihr noch weitergehen wollt, dann tretet bitte als Vereinsmitglied in die DIMP ein. Also die DIMP ist quasi die Interessenvertretung für alle Mountainbikerinnen und Mountainbiker in Deutschland. Also quasi die Mountainbike-Lobby. Man kann schon so sagen, wir geben dem Mountainbiken in Deutschland eine Stimme und da eben besonders in der Landes- und Bundespolitik. Gerade bei solchen Sachen wie dem Bundeswaldgesetz Mountainbiken berücksichtigt werden und weiterhin durch den Wald frei fahren dürfen. Du hast es gerade angesprochen, wie wichtig Interessenvertretung ist, hat man erst wieder gesehen beim Bundeswaldgesetz, wo einfach andere Lobbyverbände
und zum Beispiel die Waldbesitzer haben eine sehr starke Lobby, versuchen wollten, das Mountainbiken auf extra ausgewiesene Wege zu beschränken. Das haben wir quasi geschafft, alles abzuwenden. Aber da steckt natürlich ganz schön viel Arbeit dahinter. Abstimmungen mit Verbänden, Gespräche mit Politikern, Stellungnahmen schreiben oder eben auch nach Berlin in den Bundestag fahren. Ja, das können wir natürlich alles nur machen, weil wir Mitglieder haben. Es wird fast alles ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge finanziert. Und ja, je mehr Mountainbiker DIMP-Mitglied werden, ne, desto besser können wir natürlich auch diese Interessenvertretung machen. So ein bisschen wie die Reichweite, das hat die Sonja von der DIMP ganz gut erklärt. Jeder weiß, ein Social-Media-Kanal mit viel Reichweite generiert auch viel Aufmerksamkeit und man spricht diesem Kanal eine gewisse Authentizität oder aber auch eine gewisse Qualität zu. Und genau das Gleiche ist natürlich mit Vereinen der Fall. Je mehr Mitglieder die haben oder auch Verbänden wie der DIMP, je mehr Mitglieder die haben, desto mehr Relevanz haben sie, wenn sie mit Menschen darüber sprechen, wo Strecken offiziell gebaut werden. Grundsätzlich nochmal ein Disclaimer: Der Bau oder der Wildbau von neuen Mountainbike-Strecken ist verboten. Das Nutzen von vorhandenen Trails, die man findet, oder Pfaden ist in der Regel erlaubt. Das ist aber auch je nach Bundesland unterschiedlich. Idealerweise macht ihr euch vorher ein bisschen schlau, ob ihr da fahren dürft oder nicht. Dann gibt es auf jeden Fall keine Diskussion hinterher. Jetzt kommt noch so ein bisschen meine persönliche Meinung dazu. Nicht jeder hat die Zeit und Arbeit, so viel Energie in diesen Sport zu stecken, wie die Leute, die diesen Sport als ihren Lebensinhalt definiert haben. Das ist völlig nachvollziehbar, total verständlich. Aber auch wenn es für euch nur ein Hobby ist, wenn ihr in den Bikepark fahrt, zahlt ihr vielleicht 50, 60 Euro für eine Tageskarte. Und das ist wiederum ein kommerzieller Bikepark, die daraus Profit schlagen, womit Reichtum generiert wird oder Vermögen generiert wird und natürlich auch die Strecken gepflegt werden. Aber wenn ihr 5 bis 10 Euro an einen Verein spendet, dann haben die Leute was davon, die da sehr, sehr viel freiwillige Arbeit reinstecken, damit ihr dort fahren könnt. Und dementsprechend, Hand aufs Herz, supportet die Leute, die die Trails, die ihr fahrt, irgendwie am Leben erhalten und offiziell machen. Des Weiteren ist es so, dass in manchen Regionen man als Mountainbikender regelrecht kriminalisiert wird. Und das heißt, dort wird man einfach, ja, kontrolliert, darf man da fahren, darf man nicht fahren, kriegt vielleicht ein Ordnungswidrigkeitengeld. Meine Botschaft und meine persönliche Meinung an euch ist so: Hey, lasst euch nicht aufhalten. Es ist mit einem Rad durch den Wald fahren. Ja, wenn ich mit einem Auto in den Wald fahre, dann ist das ein Bußgeld von 50 Euro in der Regel. So, und wir fahren mit einem Fahrrad durch den Wald. Wir tun niemandem weh. Und natürlich, illegaler Wildwuchs-Trailbau ist nicht gut. Aber auf den vorhandenen Strecken zu fahren, sollte nicht kriminalisiert werden. Dementsprechend lasst euch bitte nicht einschüchtern und steht für diesen Sport ein. Supportet den Sport, supportet eure Vereine, supportet die DIMP. Ja, Herzensangelegenheit. Danke. Vielen Dank schon mal, gell? Cool. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Dir noch einen Ja, schönen. dir auch, lieben Dank. Danke für deine Zeit. Gerne. Dann müssen wir mal Radfahren gehen bald.